Also da ist der Camper, da ist die Ivy, hinter ihr ein großer See, Berge, Berge und Paul ist hinter mir. Und somit herzlich willkommen zu einem regnerischen, stürmischen, schottischen Wetter und neuen Video. Ja. Und wir sind hier in der Nähe von Glencoe. Ja. Also wir haben wieder was Tolles ausgesucht, beziehungsweise die Ivy hat was Tolles ausgesucht. Und ja, wir werden jetzt hier ein paar Tage sein. Und jetzt gehen wir einfach mal so ein bisschen die Gegend erkunden und schauen, was so alles geht, oder? Mhm. Okidoki. Ah, und da hinter uns haben wir noch die Riesenberge. Also ich glaube, die werden wir wahrscheinlich nicht ansteuern können. Ha? Schwierig, ja. Ganz schwierig, gell? Aber so mega cool und das Wetter ist halt unberechenbar. Ja, voll. Mal Regen, mal Sonne, mal Regen, alles mal Sonne. Dabei, alles ja. Dabei. Und da vorne ist auch unser Campingplatz. Also hier geht's noch weiter runter und schaut euch mal das an. Also wir liegen hier echt traumhaft. Ivy echt schön ausgesucht. Und ja, jetzt müssen wir mal in den nächsten Tagen gucken, ob wir hier noch irgendwie mehr Wanderwege bekommen oder finden. Aber fürs Erste ist der Campingplatz schon mal richtig cool. Aber wir haben hier mal die erste Anlaufstelle. Ivy ist schon vorne. Und wir haben hier einen kleinen Wasserfall. Und wir sind hier so ein bisschen mitten im Dschungel. So sieht's aus, gell? Also ich zeig's dir mal. Ja. Ja, das ist schon mal gar nicht schlecht für den ersten Eindruck, gell? Also wir haben hier so typisches Schottlandwetter. Also wir haben Sonne, wir haben Regen, wir haben Sonne, wir haben Regen. Also man weiß gar nicht, was man genau anziehen soll. Jetzt schwitzen wir gerade. Gleich kommt wahrscheinlich wieder der Regen. Dann ist wieder ein bisschen frisch. Ja. Und Baby Paul ist hinter mir. Der chillt. Genießt die Landschaft. Ja. Ivy. Ich auch, aber ich chill nicht. Genau, und jetzt geht's mal so ein bisschen hoch auf so einen kleinen Hügel. Wow, guck mal da vorne. Und dann hoffen wir mal, dass wir gute Aussicht haben, ha? Da vorne die Berge. Oh ja. Ja, wirklich toll hier. Also um uns herum überall schöne Berge. Wirklich toll. Ja, und jetzt schaut euch mal hier die Landschaft an. So was von cool. Und ich werde jetzt das hier hochlaufen. Ivy schon vorne. Sie hat schon geschrien, da gibt's eine super Aussicht. Hallo, wink mal! Also wir haben hier jetzt mal den höchsten Punkt angesteuert, den wir irgendwie laufen konnten. Zeige ich mal ganz kurz, so wie es hier aussieht, weil da hinter mir ist alles nur Sumpfgebiet. Also wenn es hier regnet, dann kommt man nicht mehr durch. Ivy ist gerade schon komplett eingesunken mit dem Fuß. Ivy, Fuß noch dran. Ja, klar. Alles klar, genau deswegen laufen wir jetzt mal wieder runter und dann schauen wir mal, ob wir dort hinten noch eine kleine Aussicht bekommen. Also ist schon heftig, wenn es geregnet hat, ist nicht zu spaßen, ne? Also die Mutigen werden belohnt. Puh, völlig außer Atem. Ivy geht schon mal vor, ihr seht da hinten schon den See, richtig toll. Der Wind pfeift ohne Ende, die Berge um uns herum. Da kommt die Sonne ein bisschen raus, dort hinten. Baby Paul genießt noch, dem macht die Wandertour gar nichts aus, der muss auch nicht schwitzen. Also dem, ja, ihm gefällt es einfach nur. Und da haben wir jetzt auch Sonne. Ivy! Hallo. Hallo! Cool, oder? Ja, klar. Also für den ersten Tag super gut. Ja. Was fehlt jetzt noch? Bier und Essen. Bier! Und cheers! Also Proviant in Schottland braucht man. Unser Proviant
Foster's Bier und dazu Frühlingsrollen. Frühlingsrollen. Also das hier ist so das Bergsteiger ist er, ja. Wunderbar. Also ich glaube, so für den ersten Tag sind wir schon mal gut drinnen. Ja. Habt ihr mal schon mal gesehen, was hier so alles geht? Und in den nächsten Tagen kommt noch mehr, gell? Also wir sind schon mega gespannt und freuen uns, ja. Ja, das stimmt. Und jetzt sind wir schnell reingeflüchtet. Also wir haben es echt super erwischt vom Timing her. Ja, hallo Paul, ja. Wenn der die Kamera sieht. Ja. Ey, und mein Handy hat er auch noch gemopst. Uiuiui. Also wir sind reingeflüchtet. Warte mal, Paul. Weil es hat nämlich angefangen zu regnen. Und wie ihr seht, da regnet's. Und da sieht man's. Also alles grau, alles regnet. Ist nicht so schön. Und dann machen wir jetzt eben hier drin das Essen. Ja, Paul, mein Handy, du darfst gar kein Handy haben. Okay? Einmal gezeigt. Das stimmt, ja. Also dann werden wir jetzt das hier gleich anfangen zu kochen. Machen wir wieder drinnen, gell? Hm. Und dann warten wir jetzt einfach ab, bis der Regen mal nachlässt. Aber ist halt so ganz normal für Schottland. Ja? So, mittlerweile haben wir uns auch schon mal gut reingefunden, wie wir das hier so machen mit dem Kochen. Also wir machen hier einfach den Bettauszug raus. Dann lassen wir hier das Fenster auf. Und stellen alles voll. Was? Und stellen alles voll. Und stellen alles voll. Also ihr seht das schon. So, die Ivy kann dann da vorne schön kochen. Ja, ja, warte mal. Ach, Paul, warte mal schön. Paul. Nein, nein, nein. Warte mal ganz kurz. Ja, die Ivy kann dann vorne schön kochen. Und ja, das geht jetzt eigentlich ganz gut, gell, soweit. Mhm. Also schon natürlich ein bisschen eng, aber es ja, ist Hauptsache machbar. Es geht. Also genau. Ohne Essen wäre es natürlich doof. Das stimmt halt, gell. Also ist also immer die Wahl, was hat man, ein großes Bett oder große Küche. Das ist halt immer so die Sache. Ja, klar. Paul. So, da sind die zwei. Tun hier mal so ein bisschen am Wasser rumplanschen, ha? Ja, jetzt hat es den ganzen Tag fast nur noch geregnet. Ei. Und jetzt kann man endlich mal wieder ein bisschen raus. Oh, was hast du da, Baby Paul? Hast du einen Stein gefunden? Ui. Wir haben hier aber auch wieder diese Stechmücken. Also, die sind richtig übel und auch so kleinere die Mücken dazwischen. Mitches, sagen die Mitches. Hier. Die sind richtig komisch, ja. Also, die haben wir. Und die sind gerade hier um uns herum. Wahrscheinlich wird man das gar nicht sehen, weil die so klein sind. Also muss man aufpassen, sonst wird man echt von denen aufgefressen. Weil da schwirren sie überall und auch in die Augen, die gehen überall rein. Paul ist auch schon voll, gell? Mhm. Jetzt ist eh bald Schlafenszeit für klein, ja, Paul. Das stimmt. Also jetzt geht's eh gleich ins Bett, weil, also jetzt sind die Mücken gerade brutal. Die fressen uns echt jetzt auf. Ja, genau, wir laufen jetzt mal da ein Stück. Zeige ich auch noch mal ganz kurz hier die ganzen Autos mit dem Hintergrund richtig cool und da ist unsers. Jetzt zeige ich auch mal, was da hinten ist. Paul, du siehst ja gar nichts, hä? Du siehst ja gar nichts. So, hallo, ja, 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 warte mal. Zeig mal, was dort hinten noch ist. Ah, wir haben da drüben auch noch mal eine richtig tolle Aussicht. Also der Fluss geht hier so weiter mit den Bergen drumherum. Mega cool und über uns sieht man dort die Wolken kratzen an den Bergen an. Ah, ist richtig toll. Also richtig schön idyllisch. War das ein Fischwerk? Ich glaube ja. Habt ihr schon ein paar Steine reingeworfen? So richtige Brocken. Ja, klar. Mama. So. Paul, jetzt kommt ein großer. Achtung. Oi. So, Bettchen ist schon gemacht. Baby Paul kann rein. Schlafenszeit, Baby Paul. Nein, nicht mal spielen. Schlafen, schlafen. Nein, nein, nein. So, einen schönen guten Morgen. Wir sind alle schon putzmunter, früh wach. Und es gibt, halt Paul, wart. Es gibt nämlich heute Frühstück im Bett oder ja, auf dem Bett, ja, weil, jetzt zeige ich mal, wie es draußen aussieht. Also, zieht euch mal das rein. Draußen
windet es übelst. Also es geht sowas von derb ab. Hier ist schon ein Grill ins Wasser geflogen. Ein Tisch hat es fast bis zu Wasser geschafft. Also es ist so heftig vom Wind her. Also unser Auto schüttelt es die ganze Zeit durch. Ja, also es macht keinen Spaß. Und ja, deswegen müssen wir jetzt gucken, wie wir das jetzt am besten handhaben, ne? Also, ein bisschen Chaos, aber es geht. Ja, das Wetter ist immer noch bescheiden. Also haben wir uns gedacht, wir besuchen jetzt hier mal das Museum. Und da geht es um Fossilien, Gestein, Kristalle. Und ja, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Dann sind wir nämlich nicht den ganzen Tag im Camper. Also wir haben hier so verschiedene kleine Steinchen. Baby Paul ist mehr an den Wänden interessiert. Ja, genau. Richtig stabil. Und hier sind also überall so kleine Schaufenster, da kann man sich alles angucken. Ja, und es ist schon alles sehr dunkel hier drinnen. Aber gleich gibt es noch mal ein riesen Dino zu sehen. Also hier haben wir Meteoriten aus dem Weltall. Das ist doch mal cool. Was ist denn das für eine Farbe genau? Ich erkenne das jetzt nicht. Schwarz. Also nur schwarz, ohne grün, gell? Ja, unten ist ein bisschen grün. Das da. Also cool, wer hier noch nie einen Meteorit gesehen hat, hier ist die Möglichkeit. Geiler Scheiß. Und wir haben hier auch Dinos. Das sieht doch cool aus. Guck mal, hier überall so Dino-Gemälde. Ah, ist schon sehr dunkel. Oh, euch zwei sieht man auch gar nicht. Und hier die Dino-Abteilung. Es blendet ein bisschen zu arg vom Licht, aber da hinten haben wir noch versteinerte, was ist denn das, so ein Flugdinosaurier. Hier eine Libelle. Ich brauche eine. Ah, hier haben wir fluoreszierendes Gestein. Oh, cool. Ah, geht immer nur ganz kurz. Schade, schade, schade. Die Farben, gell? Ja, da jetzt so fluoreszierende Steine. Muss man ganz schnell sein, weil gleich geht's wieder an. Ei, so viel. Ah, so coole Farben. Dass die Steine so leuchten können, gell? Das sieht man auch nicht alle Tage. Und jetzt geht's wieder aus. Oh, krass. Oh, schau mal da, hier haben wir eine kleine Stromkugel. Und das ist kleine Paulhand. Paul zerlegt einfach. Ja, das macht dir Spaß. Hm? Und dann haben wir hier noch den oberen Bereich. Da kann man auch noch die Steine angucken und Fossilien. Ein kleines, aber feines Museum. Na, macht Spaß? Oh, schön, ja, mal was anderes. Mal was anderes, ja. Also sowas habt ihr auch bestimmt noch nie gesehen. Bismut heißt es. Und schaut euch das hier mal an. Wahnsinn, ne? Das sind so Strukturen. Verrückt. Da musst du jetzt auch zweimal hingucken, ob das jetzt echt ist oder nicht. Aber es ist wirklich ein Element aus dem Periodensystem. Krass. Ach, das sind jetzt hier mal zwei coole Steine. Neongelb und grün. Und wer unsere alten Suzukis noch kennt, der weiß, was Sache ist. Also, dann kommen wir auch zum Schluss des Videos. Und wir sind jetzt noch im Geschenkeshop, Souvenirshop, noch ein bisschen durchstöbern. Und ja, dann sagen wir ciao, bis zum nächsten Video. Tschüss. Ah, ja. Yeah, yeah. The best of the best. 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 The best of